Machen wir eine Kleinigkeit für Männer. Mein Sohn und ich sind zu Hause und wir machen uns Salsiccia in Piadina. Und das geht ganz einfach. Also, wir haben hier wunderbare Salsiccia aus der Toskana, Alfinocchio mit Fenchel. Und die schneiden wir einfach wie ein Schmetterling. So und so. Und die kann man jetzt in die Pfanne schmeißen mit vielleicht ein bisschen Olivenöl. Die sind ganz frisch und die sind dann so kleine Schmetterlingsdinge. Aber ich nehme den Beefer, das ist so ein Grillteil, und die schiebe ich einfach in diesen Salamander, also so ein Beefer, das ist ein Grill. Man kann aber die Pfanne nehmen, wer keinen Beefer hat. Die meisten wahrscheinlich haben keinen Beefer, die nehmen nur Pfanne. Und dann habe ich noch so ein Seitling, ein Pilz, und den schneide ich auch in Streifen. Tue den ebenfalls hier entweder in die Pfanne oder, wie gesagt, in den Beefer. Ganz einfach. Das bestreue ich noch mit etwas Fiorisale. Man kann natürlich auch das tolle Gewürzsalz von Mauro nehmen und ein bisschen bestes Olivenöl auf die Pilze. Zack. Und rein. Also, wie gesagt, das ist auch kein Problem, wenn man das in der Pfanne macht. So, und dann kommen die Piadina. Ich habe die vom Araber gekauft. Bei uns ist ein arabisches Geschäft, türkische Geschäfte haben die auch. Und die machen das jeden Tag, backen die das frisch. Darum wäre es eigentlich blöd, wenn man selber eins macht. Und die können das. Und auch da wieder Olivenöl drauf. Eins. Und zwei. So, dann haben wir hier schon mal eine Basis. Und dann eine Tomate. Ich schneide das Grüne in der Mitte immer raus. Das ist nicht so lecker. Und dann wird die Tomate einfach in Scheiben, dann in Streifen. Und schlussendlich in Würfel geschnitten. Ganz grob, braucht bei keinem Schönheitswettbewerb, weil das wird gleich alles zugedeckt werden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Molto, molto bene. Ich habe so eine Flaschentomate genommen. So, und das kommt dann hier drauf. Und hier drauf. Zack, zack. Dann, wir beide sind ein paar scharfe Jungs. Wir nehmen uns dann noch eine Chili. Und diese Chili kommt auch noch auf unser Fladenbrot. Sardinien ist die Gegend mit den meisten Brotsorten in Italien übrigens, wer das nicht weiß. So, und dann habe ich hier Minze, und wie das meine Fans kennen, wird die etwas geschlagen. Dann öffnen sich die Zellwände und es wird so richtig minzig hier. Die groben Stängel weg. Und das gleiche mache ich mit dem Basilikum. Wenn man natürlich die schönen Blätter haben will, dann ist das Blödsinn, weil die sind dann nicht mehr so ansehnlich. Aber da wir das jetzt klein schneiden, ist das überhaupt kein Problem. Und man hat noch viel mehr tolles Aroma. Also Minze und Basilikum, Chili und Tomaten, das kommt hier alles rein. So, hier brutzelt es schon wunderbar.
So. Dann nehmen wir noch etwas Zucchini. Und schneiden die auch klein. Erst in Scheiben, dann in Streifen, dann in Würfel. Sehr, 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 sehr schön. Und verteilen die auch. Zack. Zack. So, hier brutzelt es ganz wunderbar. Das könnte hier auch die Pfanne sein. Aber ein bisschen noch. Dann können wir hier weitermachen. Was nehmen wir noch? Die Pfeffermühle. Die Pfeffermühle wird bemüht. So. Bisher alles sehr einfach. Und jetzt kommt noch Ricotta. Ricotta zerbröselt. So, und hier heiß. Hat man jetzt die Salsicce gebraten und auch die Pilze. Aber die drehen wir jetzt noch mal rum, sowohl die Pilze auch, als auch die Salsicce. Wie gesagt, in der Pfanne geht das genauso gut. Aber hier geht das etwas schneller. So, und rein mit euch. Zack. Dann sind wir gleich fertig. Noch etwas von dem feinen Olivenöl. Und wie gesagt, man könnte auch das feine Gewürzsalz von Mauro nehmen. Aber das ist gerade hier weggeräumt, dass man es nicht finden kann. Und dann der Ricotta, einfach den Ricotta drauf. Schön, nicht geizen. So. Ich werde dann dazu einen Ripasso trinken, einen Valpolicella Ripasso. Der ist wunderbar fürs Abendessen geeignet. Das ist richtig, hoppsala, das ist richtig toll. Der ist leicht, Ripasso heißt Wiedersehen. Dort werden die getrockneten Trauben, die eigentlich für den Amarone benutzt werden, werden hier dem frischen Valpolicella nochmal zugegeben und dann kriegt er nochmal einen richtigen Turbo, dass das ein richtig schöner, saftiger, toller Wein wird. Und der passt wunderbar zu unseren Outlaw Wraps, die wir hier machen. Ah, das geht hier wunderbar voran. So. Ja. Molto, molto bene. So, hier haben wir die gegrillten Salsicce. Die kommen jetzt einfach hier rein. Eins, zwei und auch von den schönen Pilzen. Eins, zwei. Molto, molto bene. Noch ein Pilzchen hier. Noch ein Pilzchen da und dann von diesem tollen Sud, der dann auch natürlich auch in der Pfanne ist, geben wir da auch noch, da ist die ganze Würze drin. Oh, Wahnsinn! So, und dann kommt der besondere Kniff, wie man ein Wrap macht, nämlich
Man nimmt das alles so und dann werden die Enden hier eingeschlagen und hier auch. Und dann hat man eine wunderbare Tasche. Oh, bon Appetit!